Schönen guten Morgen an diesem Dienstag. Wassertreten ist angesagt, nicht nur in Deutschland, auch an den US-Börsen passiert momentan wenig bis überhaupt nichts. Und das Ganze manifestiert sich in einer anhaltenden Seitwärtsbewegung, für die wir jetzt einfach keine Impulse finden, um hier tatsächlich einen neuen Anlauf dann auch auf neue Hochs letztendlich zu starten. Schauen wir uns ganz kurz Euro-Dollar an. Da hatten wir ja bereits auf die charttechnische Situation hingewiesen. Der mittelfristige Abwärtstrend ist hier geknackt worden. Es läuft weiter nach oben. Das Ganze natürlich vor dem Hintergrund der etwas nachgelassenen Zinssorgen, also dass die amerikanische Notenbank ihre Leitzinsen anheben könnte. Es gibt übrigens interessante Kommentare zu dem Thema, in denen die Kommentatoren letztendlich davon bereits ausgehen, dass es in diesem Jahr zu keiner weiteren Zinsanhebung kommt und sich die US-Notenbank, also Janet Yellen, als Chefin einfach nur nicht traut, das dem Markt auch zu kommunizieren, weshalb auch immer. Aber wie gesagt, diese Möglichkeit muss man ebenfalls ins Auge fassen und vor dem Hintergrund, ja, die charttechnische Situation beim Euro-Dollar jetzt wieder etwas freundlicher. Von dem Niveau aus könnte man natürlich eine kleinere Long-Position eingehen, zumal sich Trends im Devisenmarkt üblicherweise dann doch als durchaus werthaltig und nachhaltig auch darstellen. Kommen wir zu einigen Einzelwerten. Wir hatten Visa aus keinem bestimmten Grund, sondern ganz einfach deshalb, weil Visa gestern die Gewinnerseite im Dow angeführt hat. Und Sie sehen, das sieht ja ganz interessant aus. Das ist wirklich hartnäckig hier oben, diese 72er-Marke, die ja bereits im April getestet wurde, dann im Juni gleich mehrfach und jetzt auch über die Sommermonate. Immer wieder irgendwas scheint den Wert da oben festzuhalten, immer wieder ein bisschen Abgabedruck. Aber wenn der Ausbruch kommt, und momentan sieht es nicht schlecht aus, es fehlt nur, wie gesagt, so ein kleiner Impuls, damit das passiert. Wenn dieser Ausbruch kommt, dann könnte man als Charttechniker natürlich davon ausgehen, dass sich letztendlich vom Tief ausgerechnet ein Potenzial von mindestens 10-15% hier nach oben ergibt und dass diese 76,30 auch tatsächlich im Zuge eines solchen Ausbruchs dann relativ kurzfristig genommen werden dürften. Also das Papier gehört auf jeden Fall auf die Watchlist und relativ zeitnah auch beobachtet. Kommen wir zu Apple. Ja, das neue 7er iPhone, das dürfte wirklich nur die hartnäckigsten Apple-Fans zu irgendeiner Art von emotionaler Reaktion bewegen. Ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Smartphone-Anwender und auch iPhone-Anwender sich von irgendwelchen kleineren Design-Gimmicks oder dem einen oder anderen neuen Feature da wirklich wird hinreißen lassen, in Jubel auszubrechen. Interessant könnte es dann 2017 werden, wenn ja offensichtlich eine ganze Reihe neuer Modelle auf den Markt kommen und das iPhone 8 dann unter Umständen auch tatsächlich mit einer Innovation, nämlich einem gebogenen Display, den die Verkaufshallen letztendlich erreicht. Und entsprechend sieht auch der Chart und der Kursverlauf bei Apple aus. Also, das kenne ich noch anders aus früheren Zeiten, wenn das iPhone zur Präsentation anstand oder das neue iPhone zur Präsentation anstand, dann ging es immer richtig nach oben. Das ist momentan nicht der Fall, eher Langeweile. Natürlich jetzt der mögliche Test dieser 200-Tage-Linie, die am besten dann auch halten sollte. Von dort aus könnte man natürlich ein bisschen long gehen, so eine kleinere Long-Position dann eingehen. Ansonsten gilt auch hier erstmal abwarten und Tee trinken. Kommen wir zum DAX. Heute Morgen wenig Bewegung, 0,2% wird der deutsche Leitindex in etwa höher taxiert gegenüber seinem gestrigen Schluss. Aber da es keine Impulse gibt und da es weiterhin eher langweilig ist, müssen wir auch nicht davon ausgehen, dass es hier größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung gibt. Gestern übrigens am Future-Markt sah die Sache ganz anders aus, denn da wurde der DAX mal richtig durchgelassen. Um 13 Uhr ging das schlagartig 50, 60 Punkte nach unten, die Sie im C3 jetzt sicherlich nicht gesehen haben. Aber wie gesagt, ein bisschen Bewegung war da, aber es ist natürlich auch so, wenn viele Marktteilnehmer überhaupt nicht da sind, weil sie gerade irgendwo am Strand Urlaub machen, dann können schon relativ geringe Aufträge oder kleine Aufträge natürlich auch den Kurs in die eine oder andere Richtung bewegen. Und das sehen wir dann hier momentan. Das nennt sich dann höhere Volatilität. Also, wie gesagt, ein moderater Gewinn zum Handelsbeginn. Bei Volkswagen muss man abwarten, ob es hier zu einem Gewinn kommt. Nicht nur, dass sich ein amerikanischer Staranwalt jetzt gemeldet hat, der gesagt hat, er wird weiter Druck auf Volkswagen machen und wird den Kampf jetzt die Schlacht um
Ersatzzahlungen für die geprellten Autofahrer auch nach Europa tragen. Nein, es gibt natürlich auch diesen fortwährenden Streit mit dem Autozulieferer Prevent, der letztendlich dazu geführt hat, dass es jetzt zu Produktionsausfällen und damit natürlich auch zu Millionenschäden bei VW kommt. Also es dürfte den Markt weiterhin so ein bisschen zurückhalten. Deutsche Bank habe ich mitgebracht, weil sie einer der Top-Verlierer der vergangenen Woche ist. Wir hatten gesehen hier diesen kleinen Anstieg, der ja dann auch immer die Hoffnung nährt, ah, jetzt könnte es tatsächlich mal in Richtung der 200-Tage-Linie gehen. Vielleicht schafft es ja das Papier diesmal so ein bisschen nachhaltigen Druck nach oben aufzubauen. Wieder ist es nichts gewesen. Wieder wurden da jeder kleine Anstieg zum Abverkauf letztendlich genutzt. Und so wie es momentan aussieht, muss man ja wirklich schon fast bange sein, dass die Deutsche Bank-Aktie irgendwann einstellig wird. RWE, genau das gleiche Spiel. Auch hier hatten wir zunächst einmal eine schöne Aufwärtsbewegung, die jetzt so langsam nach unten wegbröckelt. Muss noch nichts heißen, zumal der langfristige Trend ja noch doch deutlicher entfernt ist, irgendwo im Bereich um die 12,20. Also von daher noch nichts passiert. Es könnte ein Test kommen, der könnte natürlich auch erfolgreich gestaltet werden. Muss man ganz einfach abwarten, was das Geschäftsmodell und das operative Geschäft letztendlich betrifft. Ist das Papier natürlich weiterhin nicht unbedingt die erste Wahl, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Bei Morphosis, hat es diesmal in die Sendung geschafft, weil das Papier sich gestern gegen den Trend doch sehr ordentlich behauptet hat. Es sieht momentan gar nicht schlecht aus. Und wenn die 40er-Marke hier, die etwas drüber liegt, wenn die 40er-Marke geknackt wird, dann könnten wir noch mal ein bisschen Gas geben und dann rückt die 200-Tage-Linie, die bei 45 Euro verläuft, auch wieder in den Mittelpunkt. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, vor allem gute Kurse. Wir sehen uns später. Bis dahin.